Sehr geehrter Prinz Liechtenstein, geehrter Herr Fürst Liechtenstein, geschätzte Expertinnen und Experten, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem aber liebe Vertreterinnen und Vertreter der Forstwirtschaft, es ist mir heute eine ganz besondere Freude und Ehre, das zweite LIKO-Forum eröffnen zu können. Und ich habe jetzt fast ein bisschen schmunzeln müssen, als gesagt wurde, dass ja eben eine sehr enge Beziehung zur Forstwirtschaft, zum Wald generell habe, ist mir gerade eingefallen, dass es wahrscheinlich nicht viele Minister auch in dieser Bundesregierung gibt, die eine Seilwinde bedienen können. Aber nachdem ich ja selber von einer Landwirtschaft stamme, wo die 8 Hektar Wald, die wir besitzen, immer sehr, sehr intensiv auch gepflegt worden sind, habe ich das eigentlich von meiner frühesten Kindheit an auch miterlebt. Und ich glaube, da ist auch meine ganz tiefe Verbundenheit und meine ganz tiefe Liebe zum Wald hergekommen, die sich durchaus in den letzten Jahren manifestiert hat, vor allem eben auch durch meine politischen Tätigkeiten. Wirklich begonnen hat es dann vor allem auf europäischer Ebene. Ich war ja fast 9 Jahre Abgeordnete zum Europäischen Parlament und konnte in dieser Funktion 2015 die europäische Waldstrategie verhandeln und habe neben quasi dem Praxisbezug und dem Bedienen einer Seilwinde dann auch die ganzen politischen Aspekte lernen dürfen und vor allem eben auch die unterschiedlichen Auffassungen, die es zum Thema Wald nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in der gesamten Europäischen Union gibt. Das, was ich vor allem auch aus dieser Zeit gelernt habe, ist, dass es unfassbar wichtig ist, die vielen unterschiedlichen Interessensgruppen auch zusammenzubringen. Und von ganz zentraler Bedeutung ist dann natürlich der ganze Bereich der Forschung, der Wissenschaft, die eigentlich eine der wichtigsten Grundlagen auch für Entscheidungen der Zukunft sein muss. Und ich glaube, wir erleben es immer wieder, vor allem auch in politischen Diskussionen, wie sehr die von Meinungen, sehr oft auch vorgefertigten Meinungen getrieben sind. Und da ist vor allem eben auch dieser Blick der Wissenschaft und vor allem auch die Erfahrungen aus der Praxis unverzichtbar, um dann eben auch die Weichen in die Zukunft zu stellen. Und wenn es um unseren Wald geht, glaube ich, geht es nicht nur um die wichtigste Klimaanlage, die wir in Österreich haben. Der Wald spielt vor allem eben auch, was die Wirtschaft betrifft, in unserem Land eine enorm wichtige Rolle, bietet die Existenzgrundlage für Hunderttausende Menschen in unserem Land und bietet vor allem unfassbar viel Potenzial für die Zukunft, wenn es darum geht, eben auch die großen Aufgaben des Klimaschutzes zu adressieren. Viele Fragestellungen werden heute im Rahmen des LIKO-Forums diskutiert, zum einen, wie wir nachhaltige Waldbewirtschaftung in der Zukunft gestalten können. Und ich lege da das Augenmerk schon auf das Wort Bewirtschaftung. Es wurde bereits angesprochen, unfassbar viele Diskussionen über die Rolle des Waldes, das Thema Außernutzungsstellung ereilen uns wieder. Ich sage wieder, weil ich das aus sehr vielen Diskussionen auch aus der Vergangenheit kenne. Und das ist vor allem eben auch vielen geschuldet, die zwar über den Wald reden, aber nicht wirklich zum einen davon leben und vor allem das immer nur von einer Seite auch betrachten. Was dieses Thema betrifft, vor allem eben auch die EU-Forststrategie, ist meine Position glasklar. Es darf keine Außernutzungsstellung geben, weil Wald muss bewirtschaftet werden, muss nachhaltig bewirtschaftet werden. Es muss aber vor allem eben auch die Entscheidungsgrundlage in der Hand der Mitgliedstaaten bleiben. Weil wir sehen das in ganz vielen anderen Bereichen der Europäischen Union auch. Wichtig ist ein gemeinsames großes Ziel, wichtig ist Zusammenarbeit. Aber die Entscheidungen müssen dort getroffen werden, wo sie zum einen dann umgesetzt werden und wo sie vor allem eben auch die Notwendigkeiten der Menschen vor Ort adressieren. Eines der größten Themen, mit dem wir uns heute auch auseinandersetzen, ist vor allem eben auch die Frage des Baumartenmixes, wie der Wald der Zukunft, vor allem auch in Österreich, aussehen wird unter geänderten Vorzeichen, wenn es beispielsweise eben auch um die Frage des Klimawandels geht, um die Frage von Pflanzschädlingen, denen wir aktuell eben auch sehr intensiv ausgesetzt sind. Und ich freue mich sehr, dass die heutige Veranstaltung auch vom österreichischen Walddialog unterstützt wird. Das ist uns seit vielen Jahrzehnten ein sehr großes Anliegen.
Wie gesagt, wenn es dann um Entscheidungsfindungen geht und wenn es vor allem eben auch um ein Austarieren von Meinungen geht, ist es ganz wichtig, vor allem auch Plattformen wie den Wahldialog zu nutzen. Und ich darf mich in diesem Zusammenhang wirklich auch für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Ja, der Wald generell und vor allem auch bei uns in Österreich steht vor sehr großen Herausforderungen, was den Klimawandel betrifft. Ich war vor wenigen Tagen an der RAX und habe die Einsatzkräfte besucht beim größten Waldbrand, den wir in Österreich bisher zu verzeichnen hatten. Nur um das einmal einzuordnen, 120 Hektar Wald, die plötzlich in Österreich gebrannt haben. Ein Bodenbrand, der unfassbar schwer zu löschen ist. Einsatzkräfte, die dank der Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte in Portugal, in Griechenland viele Erfahrungen haben sammeln können. Aber eigentlich eine unfassbare Dimension, dass das auch bei uns plötzlich auftritt. Der Klimawandel, die Trockenheit fordern mittlerweile ihren Tribut. Das sind Ereignisse, wo wir sehr vorsichtig und vor allem eben auch mit sehr viel Augenmaß vorgehen müssen. Aber neben dieser anhaltenden Trockenheit und Dürre erleben wir halt mittlerweile wirklich sehr große Kalamitäten. Der Borkenkäferbefall wurde bereits angesprochen, ist eine Riesenherausforderung, weil es relativ wenig gibt, das wir aktuell in den Beständen tun können. Im Endeffekt haben wir einzelne Bezirke in Österreich, die innerhalb von 3, 4, 5 Jahren komplett entwaldet wurden. Das Einzige, was wir jetzt tun können, ist einfach dagegen steuern und alles dafür tun, dass vor allem die Waldbesitzer dort vor Ort nicht resignieren. Jeder, der einen Wald besitzt, vor allem unsere bäuerlichen Strukturen, sehen den Wald immer ein bisschen so als die Risikoversicherung, wenn man so haben will. In den Wald geht man immer dann, wenn man investieren will, wenn man vielleicht auch die weichenden Erben auszahlt oder sonstiges. Der Waldbesitz denkt immer über Generationen. Und ich habe es in den letzten Jahren so oft auch bei Betriebsbesuchen erfahren, wie sehr dort die Waldbesitzer resignieren, weil sie sagen, was soll jetzt dann besser werden? Gebe ich meinen Jungen jetzt da überhaupt noch den Ratschlag, noch einmal in die Aufforstung zu gehen, wenn ich plötzlich die 11, 15 Hektar, die ich an Wald besitze, verloren habe? Und unsere Antwort, vor allem auch von Seiten der Politik, von Seiten des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus ist ja. Ja, mit der Unterstützung und auch dem klaren politischen Auftrag, die Waldbesitzer, die jetzt von den massiven Schäden betroffen sind, nicht alleine zu lassen. Wir haben mit dem österreichischen Waldfonds das größte Investitionspaket in den österreichischen Wald in der Geschichte der Republik aufgelegt, 350 Millionen Euro, in unterschiedlichen Maßnahmen, wo es uns darum geht, vor allem eben auch Perspektive zu schaffen, zu sagen, ja, es gibt den Klimawandel, ja, die Situation ist extrem deprimierend, aber die Politik und damit auch der Staat unterstützen die Betroffenen, um einfach auch wieder in die Aufforstung zu gehen und da nicht nur das Pflänzchen, das sehr wichtig ist, sondern vor allem eben auch die Waldpflegemaßnahmen, weil mit dem Aneinsetzen ist es leider nicht getan. Es braucht Jahre, um einen Wald dann wirklich auch widerstandsfähig und hoch zu bekommen. Das, womit wir uns heute eben ganz intensiv auseinandersetzen, ist vor allem eben auch die genetische Qualität von Saat- und Pflanzgut. Und da brauchen wir ganz dringend die Wissenschaft. Wir wissen, dass die Fichtenmonokulturen der 70er, 60er, 50er, 40er Jahre in dieser Art und Weise keine Zukunft mehr haben können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, auf die Wirtschaftlichkeit der Baumarten zu schauen, weil neben eben auch dieses CO2-Speichers, der für uns unverzichtbar ist, ist die Frage, was kann ich dann eben auch dann aus dem Produkt Holz in weiterer Folge erwirtschaften und produzieren, ganz etwas Entscheidendes. Und wie gesagt, nur ein bewirtschafteter Wald und vor allem eben auch diese Ressource Holz, die in einer Vielfalt mittlerweile in unterschiedlichen Produktkreisläufen zu finden ist, ist dann halt in letzter Konsequenz auch entscheidend, dass wir als Waldland Österreich eine Zukunft und eine Perspektive haben. Wir haben sehr, sehr viel Forschungsbedarf, das ist einmal komplett außer Streit gestellt. Wir haben aber eigentlich beste Voraussetzungen. Wir haben professionellste Beratung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Wir haben die Verfügbarkeit von geeigneten Saat- und Pflanzgut und wir haben vor allem auch mit dem Bundesforschungszentrum für Wald
entsprechende wissenschaftliche Einrichtungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon unfassbar viel in diesem Bereich getan haben, aber nicht nur national, sondern die Qualität erkennen wir vor allem auch in der europäischen und in der internationalen Zusammenarbeit. Und genauso wenig wie das Thema Klimawandel etwas ist, das wir allein da in der Wiener Innenstadt an Podien vor Ort lösen können, braucht es auch in der Frage, wie sieht der Wald der Zukunft aus, einfach ganz viel Expertise und dann zum Schluss einfach auch das Mittun der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern bis hin halt dann eben auch zur Industrie, die auch bereit ist, in vielen der Prozesse und vor allem eben auch Produktkreisläufe in Innovationen zu denken. Auch rechtlich, und das muss ich dazu sagen, setzt das österreichische Forstvermehrungsgutgesetz im internationalen Vergleich auf sehr hohe Standards. Auch hier haben wir eine sehr gute Ausgangsbasis, vor allem auch was das Thema Kennzeichnung und Nachvollziehbarkeit betrifft. Und hier sind wir eben auch mit dem Bundesamt für Wald, welches auch im Aufbau eines Zertifizierungssystems für Fortpflanzen arbeitet, bereits an der konkreten Umsetzung beteiligt. Den Waldfonds habe ich bereits angesprochen, das soll das größte Rettungspaket überhaupt für den österreichischen Wald sein. Und mir geht es da schon vor allem auch darum, vom Beginn, also dem Einsetzen der Pflanze, bis hin zur endgültigen Nutzung der Ressource Holz zu blicken. Wir werden mit einer der wichtigsten Maßnahmen auf der einen Seite sehr stark eben auch die Forschungstätigkeiten unterstützen und stehen 5,3 Millionen Euro dafür zur Verfügung, vor allem wenn es um das Thema Saatgut geht, wenn es um das Thema klimafitte Sorten geht. Da bauen wir auf einen guten Grundstock auf und gleichzeitig unterstützen wir vor allem eben auch eine Holzbauoffensive, die es in Österreich in dieser Form noch nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber aus einem Waldland wie Österreich kommend stört es mich unglaublich, dass wir nach wie vor speziell im sozialen Wohnbau, in öffentlichen Einrichtungen so stark auf Zement und Beton setzen, anstatt vor allem als Waldland Österreich hier auch zu zeigen, wie wichtig und vor allem wie zukunftsträchtig dieser Baustoff Holz ist. Wir haben da unfassbar viel Potenzial und wenn Sie mir erlauben, ich glaube, die gute Nachricht des Tages ist, bei all diesen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wir auch nur gemeinsam bewältigen können, mit Wissenschaft, mit Praxis, vor allem auch mit innovativen Unternehmerinnen und Unternehmern, wird der Wald, wird die Forstwirtschaft immer Teil der Lösung sein. Und damit sind Sie alle, die auch hier heute mit dabei sind, erheblich wichtig, um dem Wald in Österreich eine Zukunft zu geben, um sehr vielen, die vom Wald und mit dem Wald leben, einfach auch Perspektive zu geben. Und von dem her freue ich mich sehr, dass das LIKO-Forum heute hier stattfindet. Darf mich noch einmal ganz, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken. Kann Ihnen auf jeden Fall auch zusichern, dass unser Engagement ungebrochen bleibt, dass wir sehr, sehr motiviert sind, das Waldland Österreich weiter an der Spitze zu halten, alle Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Ich wünsche Ihnen heute eine erfolgreiche Tagung, viele interessante Inputs und vor allem eben für die Zukunft alles Gute für die Zusammenarbeit. Vielen herzlichen Dank.